Aloha, ich grüße euch. Hier ist Valo zusammen mit dem lieben Kraft und der Folge Nummer 27 vom Law Talk. Hello. Huhu. Wir bedanken uns erstmal für ein tolles Fanart, das wir bekommen haben. Mega. Vom Naru-Cosplay auf Twitter zu finden. Aha. Du wolltest noch was sagen? Oder Ich fand, war das genau das, ich, was du sagen wolltest? ich wollte es gerne nochmal ansprechen, weil ich es sehr, sehr schön fand, sowohl die Gesichtsausdrücke als auch die Visualisierung an sich. Ja, von Und Porzellan Einhorn, ist das richtig? Ja, genau. großartig, genau. Ja, kam Fantastisch. gestern aus dem Nichts und war sehr schön. Ist es immer noch. Ist es immer noch genau. Ich habe es am Anfang nicht ganz gerafft. Ich habe gedacht, er hätte einfach nur ein Dings gefunden, ein Bildchen gefunden und weil es so schön gepasst hat, uns verlinkt, aber das hat er selber gemacht, ne? Sehr, sehr schön. Folge Nummer 27. Wir widmen uns dem Krieg der Sandstürme 975 Jahre vor dem dunklen Portal. Ja. Seit dem letzten Krieg gegen das Trollimperium hatten sich die Nachkömmlinge der Arkia unter der Erde versteckt gehalten. Nur die Mantiden von Pandaria blieben eine akute Bedrohung. Fast alle von Azeroths Rassen hatten das Gewaltpotenzial der Insektenkolonien unter der Erde vergessen. Eine dieser Kolonien, die Kirai, haben sich in der alten Festung von An-Kiraj niedergelassen. Jetzt ist die Frage, also erstmal, dann müssen die Kiraji heißen, oder Genau. heißen die nach der Festung oder umgekehrt? Oder ist das Zufall? Zufall ist es bestimmt nicht. Da müssen wir jetzt gucken, was zuerst da war. Da müssen wir jetzt zurückgehen. Gute Frage. Also ich meine, wenn sie Wann sich wir dort erst. niedergelassen haben, das Ding wird ja, diese Festung wird ja irgendwann mal irgendeinen Namen gehabt haben, oder? Die wurde ja drumherum gebaut. Okay, also die Wächter hatten die mächtige Festung einst gebaut, um den alten Gott C'Thun gefangen zu halten. Genau. Doch nun leben in An-Kirajs Sandsteinkorridoren die Insektoiden. Auch wenn Ashjara und ihre Nachtelfen einst von der Festung wussten, war ihre Existenz im Laufe der Jahre doch in Vergessenheit geraten. Nur wenig Leben umgibt An-Kiraj. Und zum Teil aufgrund der ungastlichen Umgebung von Silithus, die sich rund um die Obelisken der Festung erstreckt. Wir müssen mal so ein bisschen versuchen zusammenzubekommen, wer eigentlich noch von was, wo weiß und lebt, von den Dingen, die auf dem alten großen Kontinent passiert sind und die dann jetzt auf den uns bekannten Kontinenten so passiert sind. Wir wissen, dass die Hochelfen haben als Kultur mal grundsätzlich überlebt. Also Ja. nicht als Kultur, aber zumindest Teile von ihnen haben überlebt. Aber die Hochelfen selber oder die Hochelfen und deren Reich ist mit Queen Azara untergegangen. Genau. Wir haben C'Thun, der eingesperrt ist. Wir haben unter Nordrend, na, wie heißt der, Yogg-Saron, der dort eingesperrt ist. Von Yogg-Saron wissen die Druiden, weil er für das Saronit verantwortlich war. Oder wissen die gar nicht, dass es der alte Gott ist? Ich habe das nicht mehr richtig im Kopf. Sie haben die Verderbnis Die gespürt, ja, Verderbnis aber haben sie gespürt, genau. ja. Okay. Von C'Thun weiß im Moment keiner so richtig was, oder? Genau, das ist ja alles so lange her und wir wissen ja aus Beispielen noch und nöcher, dass selten was überliefert wird. Und dementsprechend sind diese ganzen Gefängnisse, Käfer, alten Götter, das ist gar nicht so präsent momentan. Was ist jetzt im Moment mit all denjenigen, die Abkömmlinge oder die direkten Wächter sind? Wir haben einerseits die Wächter, die zur Hälfte korrumpiert sind und zur Hälfte vom Geist des Pantheons irgendwie besetzt und halb verrückt geworden. Dann haben wir die Titangeschmiedeten. Was ist mit den Titangeschmiedeten, die noch so übrig sind? So die erste Generation von Titangeschmiedeten. Ein paar sind ja irgendwie zwischendurch dann irgendwie abgehauen in Kälteschlaf und zu Zwergen und Gnomen geworden. Ja. Was ist mit denen in der Ecke eigentlich, die dort hätten sein sollen und das in der Nähe des Gefängnisses? Das ist eine verdammt gute Frage, wo wir die haben. Die werden sicherlich, weil es ja von den alten Göttern auch kommt, in den zentralen Gebieten vom Fluch des Fleisches betroffen geworden oder gewesen sein. So, das würde ja am meisten Sinn machen. Und ansonsten haben wir bei den Hauptbasen jetzt, wenn wir gucken Richtung Ulduar, Nordend, da haben wir ja auch heute noch die meisten Patrouillen, ja, von Hallen der Blitze bis sonst was. Stimmt.
Insofern wird sich das alles. Da sind noch welche übrig, da ist aber auch ja noch ein Wächter, der es verkackt hat und jetzt eigentlich nur auf der Seite der Bösen ist. Ja. Wen haben wir denn da noch gehabt? Na, Loken sitzt noch rum. Ja, das ist klar. Den meintest du ja. Tür ist mittlerweile auch explodiert. Die anderen schlafen in Uldaman. Gute Frage, wer gerade noch aktiv rumrennt, auf jeden Fall. Wer war denn das, wer im Süden patrouilliert ist zwischen zwischen Ankiraj, wie heißt die Zone, die früher Dschungel war und dann. Uldum. Uldum, genau. Genau, das war Ra mit den Mogu. Genau. Stimmt. Den wir noch hatten. Gut, also wir haben einiges zwar noch von dem grundsätzlich intakt, was sie mal gebaut haben, in Form vor allen Dingen der Gefängnisse. Sorry, das ist ein bisschen laut ist draußen, aber ich sitze hier so schön mit Balkontür offen, es ist gerade irgendwie 25 Grad oder so. Ja, und es wird Sommer. Wann immer ich das Mikrofon hier anschalte, kannst du sicher sein, dass irgendein LKW vor meinem Balkon parkt. So. Gut. Die sind da und keiner passt so richtig auf sie auf. Ankiraj wird von den Elfen erst wiederentdeckt, als Erzdruide Fandral Starkhelm, Hirschhelm, ne? Es sich zum genau Ziel setzt, das Land Siditus zu erneuern. Also mit erneuern ist gemeint eigentlich Regrowth, also zu begrünen. Ich weiß nicht, wie man das am besten, am sinnreichsten übersetzt. Das ist damit gemeint. Also das ganze Land ist eine, so wie wir sie kennen, eine ziemlich unschöne, karge Wüstenlandschaft. Und er denkt sich, paar Pflanzen wären doch schön. Ja, schön druidisch. Er entsendet seinen Sohn Walstan und eine Gruppe seiner vertrautesten Druiden zu dieser Aufgabe. Wann immer ich so einen Namen in der Lore höre, den ich noch nie zuvor gehört habe, wie Walstan, denke ich mir, entweder war er nicht wichtig oder er stirbt. Oder beides. Ja, oder. Ja, so. Kann so einfach sein. Sie machen, aber wenn er wichtig ist und stirbt, dann ist ja manchmal was nach ihm benannt. Dann hat man noch Gegenstände zum Beispiel, die seinen Namen tragen oder so. Ja, irgendein riesiges Artefakt Monument. Artefakt oder Monument oder irgendeine Waffe oder ein Trinket genau. Oder so, ne? Ja. Sie machen sich also auf den zähen Marsch durch die heißen Dünen auf der Suche nach versteckten Wasservorkommen, die die Region wieder in eine saftige Waldlandschaft verwandeln können. Walstan und seine Kameraden stolpern schließlich über Ankiraj. Ankiraj ist übrigens auch so ein Wort, das, wenn immer ich diese Wörter abtippe oder die Texte schreibe, ich glaube, ich vertippe mich jedes Mal mindestens einmal beim Schreiben. Ja. Es ist definitiv ein Apostroph drin und dann vor allen Dingen, ich habe es da in der Schreibweise, wie ich es jetzt habe, da ist kein Q-U drin, ne? Das ist ein Q-I-R-A-J. Ja. Und irgendwie, ich bin es halt komplett gewohnt, weil, glaube ich, fast alle deutschen Wörter oder Wörter, die wir im Deutschen benutzen, die mit Q beginnen, danach ein U haben. Ich haue da immer noch ein U mit rein. Schön. So, also Ankiraj. Ja. Auch wenn einige Druiden zur Vorsicht mahnen, als es darum geht, die Festung zu betreten, schreitet Fandrals Sohn voran. Seine Präsenz in den kalten, toten Hallen erweckt die schlummernden Kiraj zu neuem Leben. Kiraji? Kirai? Eigentlich, ja, mit dem I Kiraji, ja. Kiraji. Käfer. Käfer. Aus seinem Gefängnis unterhalb von Aku, ich nenne es jetzt nur noch Aku, das ist kürzer, bemerkt C'Thun das Erwachen der Kiraji. Er versetzt die Insektoiden in eine mörderische Raserei. Jetzt bin ich gerade ganz gespannt, weil das nächste, was kommt, beschreibt alles keine mörderische Raserei. Hört genau hin. Die höchste Kaste der Kiraji-Gesellschaft beginnt damit, ihren niederen Diener zu organisieren. Vielleicht ist das die Raserei? Ja, finde ich mörderisch. Beamtenraserei. Sie gehen, lieber Schröder hier, legen Sie mal Ihre Eier nicht ständig hier im Gang ab. Da muss mindestens 25 cm Platz zur Gehwegkante sein. Lassen Sie das bitte. Und jetzt ziehen Sie sich wieder in Ihre Wabe zurück. Sehr gut. Diener zu organisieren, die meisten von Ihnen Siditiden. Und da ist wieder meine nächste Frage. Sind die nach Silithos benannt oder umgekehrt? Wissen wir auch. Das ist, ja, das ist wie, wo hatten wir es bei Zwergen, ne? Oder dieses gnomische, zwergische, ob Zwerge, die also ob Zwerg oder das Adjektiv to Dwarf nehmen und das Verb nach den Zwergen benannt ist oder umgekehrt, ja. Es ist einfach fies. Ja, also egal. Also die Silithiden in Silithos und die Kiraji in Ankiraj. So. Diese garstigen Insekten gibt es in verschiedenen Formen, aber alle von ihnen gehorchen dem Willen der Kiraji-Oberherren.
Overlords. Mhm. Ich habe noch keine mörderische Raserei entdeckt, die da die eingangs beschrieben wurde. Aber ja, die rennen bestimmt dauernd schreiend und schnell durch ihre Tunnel da. Die Entdeckung der Kiraji schockiert Walstan und seine Droiden. Als sie sich aus Aan Kiraj zurückziehen, etablieren sie einen kleinen Außenposten in Selithos, um die Insektoiden im Auge zu behalten. Und vor ihren Augen wird die Anzahl der Kiraji in der Festung größer und größer. Wo hast du bis jetzt eine mörderische Raserei entdeckt? Nein. Es war jetzt genügend Zeit, einen Außenposten zu bauen. Okay. Ja, es ist ja langsame Raserei. Dann, ohne Warnung, stürmt eine massive Armee aus den Tunneln unter Aan Kiraj. Die Anführer sind eine Reihe von Kiraji. Sie stiften die untergebenen Selithiden an, sich in der Wüste und umliegenden Landschaften breit zu machen. Also im Moment stürmen sie nur aus dem Tunnel und machen sich irgendwo breit. Ja, das sind so diese, das kennen wir auch, diese Auswüchse. Ne? Sobald die irgendwo rauskommen, haben wir auch in Tanaris. Ja, haben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Wir erfahren jetzt auch gleich, warum das genau an diesen Stellen ist. Ich weiß, dass es ein paar von diesen Bauten gab, wo es früher immer in Classic reiche Thorium-Vorkommen gab. Ich glaube, die waren so irgendwann, waren das nicht sogar besondere, irgendwie mit so schleimbedeckte oder irgendwas bedeckte Thorium-Vorkommen? Da gab es was, ja, stimmt. Die auch lecker. In deren Bauten und so ist. Und das ist genau in dieser Ecke dort. Mhm. Also ich finde das immer schön, wenn gesagt wird, ohne Warnung. Also ja, es ist keiner rausgegangen und hat gesagt, wir stürmen jetzt raus. Aber an sich gab es ja genügend warnende Elemente, ne? Dass sie da immer mehr geworden sind. Die hatten in Zeiten Außenposten zu bauen, haben die beobachten können. Und dann irgendwann mal sind sie halt ausgebrochen, diese Lithiden. Überraschung. Mittlerweile hat sich Walstan Hilfe bei seinem Vater gesucht. Fandral versammelt Druiden, Wächter, Sentinel. Wir haben eine ganze Menge Dinge, die man mit Wächter übersetzen kann. Ne? Ja. Sentinel kann man als Wächter übersetzen. Watcher, Keeper und Guardian. Und alles gibt's im Original. Also alles kommt immer irgendwo mal vor. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man im Deutschen das Wort Wächter liest, ob jetzt gerade Sentinel, Watcher, Keeper oder Guardian gemeint sind. Frech. Mit Keeper sind gemeinhin die Titans, also die Titanen gemeint. Das fällt also aus. Sentinel ist in dem Fall das Richtige. Das sind meistens diese Nachtelfen. Das sind immer diese Nachtelfen. Also, die haben wir. Priesterinnen und Hüter des Hains sollen der Bedrohung Herr werden. Bei Hüter des Hains muss ich persönlich immer daran denken, dass irgendwo ein Typ sitzt, der Hains heißt und der so ein Zivi hat oder so. Sehr gut. Und der Zivi ist dann der Hüter des Hains. Schön. Ich glaube, wenn ich die Wahl gehabt hätte, obwohl nee, zu dem Zeitpunkt kann ich WoW noch nicht oder die Warcraft Lore. Also wer von euch Zivi machen will, muss ja heutzutage nicht mehr und die Möglichkeit hat, allein des Gags wegen, ich bin jetzt der Hüter des Hains. Unbedingt. Im südlichen Kalimdor kommt es nun also zum Aufeinandertreffen der Nachtelfen und ihrer Widersacher. Bei Zeiten gelingt es ihnen, die Kiraji zurück nach Selithos zu treiben. Ich weiß nie, ob ich Selithos oder Selithus sagen soll. Wenn ich jetzt Selithiden sage, muss ich auch Selithus sagen. Alles ganz verworren. Schon bald kommt es zum Gegenangriff und die Nachtelfen verlieren wieder an Boden. Diese Art von Ebbe und Flut geht so einige Monate lang weiter, gesäumt von den Leichen zahlreicher Insekten und Nachtelfen. An der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass ich neulich von einer Wespe in den Mund gestochen worden. Ich bin quasi in diesem Krieg mit drin. Ich bin quasi Nachtelf. War's dabei. Ein nachtelfliches Opfer. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser massive Krieg da vom Zaun bricht, so richtig viele aggressive Aktionen der Selithiden haben wir noch nicht gehört. Die sind aus ihrem Dings da erwacht und breiten sich halt aus. Aber sich irgendwo ausbreiten, das haben die Nachtelfen vorher gemacht, das haben die Trolle vorher gemacht. Das hat jede andere Kultur auch gemacht. Und bis dann wurde nicht beschrieben, dass sie sich da irgendwie massiv gewalttätig gegen die Druiden wenden, die ja ihrerseits auch nur genau dasselbe gemacht haben. Die sind in dieses Gebiet expandiert und wollten gucken, ob sie das sich irgendwie zu untertan und begrünen können. Das stimmt, aber das sind auch schicke Elfen und die anderen sind eklige Käfer und darum müssen sie direkt sterben.
Ah, verstehe. Die müssen, das Land beschützen vor den niederen Rassen. So. Die Nazi-Nachtelfen. Schön. Man kennt sie. Man kennt sie. Der Krieg der Sandstürme hat begonnen. Ich hatte es immer noch aufgeschrieben als der Krieg der wehenden Sande. Shifting Sands im Original. Weil im Original gibt es ja auch im Englischen das Wort Sandstorms. Mhm. Vandral und seine Kameraden errichten während dieses Krieges neue Außenposten in ganz Süd-Kalimdor. Von dort aus kämpfen sie erbittert gegen die Kiraji. Letztlich schaffen es die rastlosen Druiden und ihre Verbündeten, die Kiraji ins Herz von Silithus selbst zurückzudrängen. Und gerade als der Sieg in greifbarer Nähe scheint, nimmt der Krieg eine finstere Wendung. Während einer Finte der Kiraji wird Wallstein gefangen genommen und vor Vandrals Augen zerrissen. RIP. Das war wieder so ein That Escalated Quickly-Moment, oder? Ja, wir haben gewonnen. Oh, also sind jetzt fast da und dann wird der Anführer zerfetzt. Ja. Mehr Geschichte dazu haben wir nicht. Der wird vor allem wieder gefangen genommen und zerfetzt. Warum, wenn das in einem Satz passiert, warum wird er überhaupt gefangen genommen? Stand dann da oben, huhu, guckt mal hier. Guckt mal hier, wir haben hier einen Krapf. Gedärmeregen, schön. Ja, schön auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass uns hier ungefähr eine Staffel an Wallstein-Serie auf Netflix entgangen ist. Falsche Klick, zack. Ja. Oh, aber über. Oh, shit, das hab ich gelöscht. Das habe ich ja mit dem. Aus Versehen überschrieben mit Game of Thrones. Ja, sorry. Dann, wird gefangen genommen, zerrissen. Sorry, ja. Muss reichen. Vor allen Dingen finde ich das so interessant, dass das genau in dieser Art und Weise beschrieben wird, weil dieses Element so wichtig ist für den gesamten Krieg. Sie waren gerade am Gewinnen, dann wird Wallstein gefangen genommen, zerrissen und plötzlich ist überall Chaos. Ja. Wallsteins Tod stürzt den Erzdruiden in tiefe Trauer und sorgt für Unsicherheit unter den Nachtelfen. Ich meine, Wallstein ist tot und so weiter und so fort. Wir haben jetzt bisher noch nichts Produktives gehört, was er gemacht hat. Er ist in den Bienenbau gegangen, dann rausgerannt, als die Viecher gesehen hat, ist zu Papa und hat einen Krieg angefangen. Das waren seine Aktionen bisher. Ja, Wallstein. Mega. Und das stürzt jetzt in tiefe Trauer. Die ganze Zeit haben sie links und rechts gekämpft und über den ganzen Kontinent oder die südliche Hälfte des Kontinents fast tobt der Krieg jahrelang. Aber als Wallstein plötzlich stirbt, sind alle geschockt. Ja. Sie konnten nicht ihr Prinzchen beschützen. Ach, okay. Das ist voll traurig. Also Blizzard, diese Art und Weise der Zusammenfassung, die finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen grenzwertig. Interessant. So. Gut, also offensichtlich hat die das jetzt, dieser eine Nebensatz, in Chaos und Schrecken gestürzt, obwohl sich ja eigentlich für sie nicht viel verändert hat. Sie sind ja immer noch, haben sie immer noch zurückgetrieben, ihre Gegner. Sie haben nur einen einzigen Mann verloren, einen Mitanführer. Er ist ja nicht mal mehr der Einzige, denn er hatte seinen Vater, er hat Papa um Hilfe geholt. Immerhin hat er das mal gemacht, sonst sucht ja nie jemand irgendwo die Hilfe. Gut. Stimmt, siehste. Wallsteins Tod stürzt den Erzdruiden in tiefe Trauer und sorgt für Unsicherheit unter den Nachtelfen, die jetzt finden alle, jetzt die Hälfte von meinem hier Regiment ist tot, ne? Aber jetzt, also wie jetzt, jetzt ist der Wallstein, machen wir trotzdem weiter? Oder? Feierabend. Bin mir jetzt nicht, sorry. Das war jetzt nicht geplant. Verstehe ich, kann ich jetzt gar nicht mit umgehen. Steht nicht im Skript. Nee. Die Kiraji nutzen die Gelegenheit und machen sich wieder in Silithus breit und drängen bis ins östliche Tanaris. Und das sehen wir heute noch, die Auswüchse im östlichen Tanaris. Dabei fallen sie auch über die Zuflucht des bronzenen Drachenschwarms her, die Höhlen der Zeit. Die rücksichtslosen Angriffe der Kiraji bringen den bronzenen Drachenschwarm in Bewegung. Ich will nicht meinen Standardsatz sagen, aber wieso eigentlich nicht früher, meine lieben Herren und Frauen Drachen? Aber da wissen wir ja, dass die Drachen auch gerne, gerade Nosdormu, die Sterblichen auch gerne machen lässt. Ne, die haben sich doch irgendwann mal zum Ziel gesetzt, die Welt zu beschützen. Ja, aber ob die Welt jetzt unmittelbar ein Drittel des Kontinentes gerade besetzt ist von außer Rand und Band geratenen Insektoiden, die von einem alten Gott kontrolliert werden, ist so ein guter Zeitpunkt, wo ich mir denke, vielleicht kann man da mal was machen. Das stimmt wohl, ja.
Ich meine, wenn du dir, keine Ahnung was, so ein Zehennagel abbrichst, ist ja in Ordnung, dass Mama sagt, okay, wir lassen dich mal weitermachen, das ist kein Zeitpunkt einzugreifen. Aber wenn bei Kevin beide Beine von Nekrose abgefressen werden, dann ist es vielleicht mal Zeit, irgendwie einzugreifen. Das stimmt. Aber stattdessen warten sie, bis bei ihnen im wahrsten Sinne des Wortes an der Tür geklopft wird. Ja, Die schreiten nur ein, Käfervertreter. weil jemand in deren Kackhöhlen der Zeit ist. Also nee, bis jetzt war ja, aber jetzt, wenn ihr hier, das, wisst ihr, was wir hier, wie viel lange wir gebraucht haben, um das so zu bauen, ihr Arschlöcher? Nee, jetzt, also, jetzt Erstmal ist, Eintritt bezahlen. jetzt bin ich aber auch sickig. Angeführt von Anachronos. Anachronos oder Anachronos? Boah, Anachronos, oder? Anachronos? 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 Anna, so. Anna, gut. Kroni. Der Anna-Drache. Der So. Anna-Drache. Holen sich die Hilfe des grünen, roten und blauen Drachenschwarms. Diese mächtigen Drachen schließen sich den Nachtelfen an und helfen ihnen, die Kiraji-Armeen bis hinter die Mauern von Ankiraj zu treiben. Ne? Hätten wir so schnell haben können und da hätte auch Walzdan noch gelebt und Fandral wäre nicht sauer gewesen, Herr Hirschhelm. Toll. Aber nein, so musste halt Walzdan Hirschhelm sterben. Das Schade. ist die Trauerrede so. Schade. Tja, es hätte nicht Ja, passieren können. Oh. ihr lieben Drachen, ne, hättet eigentlich auch mal früher eingreifen können, aber danke, ne? Habt ihr jetzt auf dem Walzdan, ist jetzt wegen euch. Grüße gehen Doch raus an die Drachen. selbst mit der Hilfe der mächtigen Drachen sind die Kiraji zu zahlreich und stark, um sie gänzlich vom Erdboden zu tilgen. Fandral befürchtet, dass dieser Krieg niemals enden wird. Tausende von Elfen sind bereits den Klauen der Insekten zum Opfer gefallen. Und er will nicht noch mehr opfern. Und so schmieden Fandral und die Drachen den Plan, die Insektoiden in Ankiraj selbst einzusperren. Und das ist zur Abwechslung mal wieder ein Plan, die Bösen einzusperren, Mega. den wir irgendwie auch in jeder Folge einmal haben, oder? Und der klappt auch immer einwandfrei. Das ist Aber es ist also. jetzt eigentlich ja nie so, dass die dann irgendwann wiederkommen würden. Ne? Nee, wenn er über Man den Daumen peilt, war das. sperrt die ein und dann Ja. bleiben die für immer da drin. Nullmal war das so. Die guten Sterne, Walzdan ist eben in einem Nebensatz zerrissen worden von Insekten. Er ist sofort tot. Und das, Ja. der ist Nachtelf, sie sind doch eigentlich unsterblich. Ja, blöd gelaufen. Also es ist natürlich doof, wenn du unsterblich bist, aber zerhackt wirst. Bist du da nicht irgendwie so lebendiges Hackfleisch? Oh Gott. Mit Brot Hast du dich das nicht 2.0. einmal gefragt, wenn es geht um unsterblich? Also stirbt der dann nur nicht eines natürlichen Todes? Oder was passiert, wenn zum Beispiel seinen Kopf abhackt? Ich weiß nicht, ob ich darüber nachdenken will, aber Aber wir haben wir doch haben gerade in. jetzt den Fall mit Fandral, mit Ja. Walzdan. Total toll. Aber wir haben eine gute Beispielquest auch in Nazmir. Ich weiß nicht, ob du dich schon gefunden hast, ein bisschen versteckt da. Mit so einer untoten Spezialeinheit, wo wir auch einen finden, der in zwei Teile gehackt ist. So. Und die erste Quest ist dann, ihn zusammenzustecken. Und der dirigiert uns dann, wo der Oberschenkelknochen jetzt rein muss und so. Und dann friemelt man den wieder zusammen. Also bestimmt Aber toll. bei So ein Untoten ist das ja, zappelnder glaube ich, nochmal Fuß. was anders, weil bei den Da ist Untoten nochmal anders, ja. war es ja auch Genau. schon so, die sind ja so ein Sonderfall und nicht einfach nur unsterblich, sondern sie sind ja gestorben, sind aber jetzt wieder lebende Untote. Genau. Und denen fehlen ja auch Körperteile, denen fehlt die Haut überall und was, es gibt ja auch die Untoten ohne Unterkiefer. Aber bei den Nachtelfen kennen wir ja üblicherweise in ihrer intakten Form. Wir kennen ja keine Nachtelfen, denen Bein fehlt oder so. Das stimmt. Überhaupt gibt es das sehr wenig, ne? Es Bei gibt den ganzen Kriegen, die Amputierte. es überall gibt, ich kenne keinen einzigen amputierten Helden. Das stimmt. Frech. Wäre Diskriminierung. bestimmt total anstrengend gewesen, für die eine einzelne Rüstung zu machen. Hast du so eine Hüpfbewegung? Ja, nee, aber ist dein Schwierig. Bein zu viel dran an der Rüstung. Stimmt. Sieht doof aus, darum nicht. Also, die Guten sterben immer, die Bösen werden eingesperrt. Ja, und einige werden Hackfleisch. Einige sind auch Hackfleisch, genau. Neulich ein Mettbrötchen gegessen, da musste ich an Walzdan denken. Please, no. Oder Gyros, je nachdem, wie fein Oh, die schön. Druiden, die Insekten da gearbeitet haben.
Die kannst du ins Ohr halten, dann schreit's noch. Weißt du, bist du's? Die Nachtelfen und Drachen versammeln sich vor Al-Kiraj, um diese Aufgabe zu bewältigen. Fandral ruft seine Druiden auf, ihre Kräfte als Einheit zu bündeln. Auch dieses Konzept hat Blizzard jetzt lieben gelernt. Haben wir irgendwie auch jetzt, was immer gezaubert wird, kommen mehrere zusammen und bündeln ihre Kräfte. Ja. Nicht die Strahlen kreuzen, meine Freunde. Das ist wie auf dem Bahnhofsklo. Zusammen mit Anachronos beschwören die Elfen eine große Barrikade, um Akku zu verschließen. Außerhalb der verfluchten Stadt tut sich die Erde auf und eine magische Barriere aus Steinen und gigantischen Wurzeln erscheint. Dieser undurchdringliche Skarabäuswald thront hoch über der Wüstenlandschaft und versiegelt die Kiraji für immer in ihrer Stadt. Mit dem für immer. Also, für immer Sternchen. Als letzten Akt schmiedet Anachronos zwei mystische Artefakte, den Skarabäus Gong und das Zepter der Sandstürme. Die Drachen vertrauen Fandral das Zepter an. Sollte es jemals vonnöten sein, Akku zu betreten, so könnte er mit diesem Artefakt den Skarabäuswall öffnen. Ist das der Teil, der bei der Öffnung von Al-Kiraj passiert? Ja. Das konnten ja irgendwie, es ging auch nach, ich wollte gerade sagen, das konnten zu Classic, aber das ging auch nach Classic auf den neuen Servern, glaube ich, ne? Stimmt, zumindest da war dann direkt ein Race. Wer sich sicher zuerst, stimmt. Denn wer sich nicht daran erinnert oder wer nicht gespielt hat, in Classic war es so, dass Al-Kiraj halt als Raid eröffnet wurde und dort gab es halt zwei Varianten, eine 20er und eine 40er Version, eine kleine und eine große Version. Mhm. Und es gab so ein gemeinsames Ressourcensammeln oder so der Allianz und Horde auf den Servern. Und am Ende davon konnten einzelne Spieler eine Questreihe abschließen, mit der sie eben diese Ruine eröffnet haben oder ja, aufgemacht haben. Das konnten eine Handvoll Spieler in der Theorie zeitgleich machen, wenn sie sich abgesprochen haben. Da war ein sehr kleines Zeitfenster. Mhm. Wer das gemacht hat, bekam den Scarab Lord-Titel und die Kampfdrohne, die Reitdrohne, die ihr kennt als Mount, das man in Akku verwenden kann. Die hat jeder von uns, jeder, der einmal irgendwie Akku geklärt hat, oder nicht jeder, aber jeder, der einen Akku geklärt hat, der kriegt etliche von denen. Und es gibt eine einzige nur, die man außerhalb von Akku verwenden kann. Und das ist eben die vom Skarabäus-Fürsten. Das ist einer der seltensten Titel, weil der pro Server halt zwischen ein und eine Handvoll Mal vergeben wurde. Da erinnere ich mich auch immer gerne an eine alte Giga-Folge mit Phil und Flo noch, wo es immer dieses Giga-Ei gab in der Stadt, wo sich so alle hingestellt haben, so hurra, ich bin im Fernsehen. Mhm. Und dann war einmal ganz links auf einer Brücke in Stormwind, glaube ich, stand einer mit diesem Titel und Mount. So, und dann wurde gefühlt eine halbe Stunde nur da drauf gezoomt und sich rumgewundert, was das für ein geiler Typ ist. Und da muss man sagen, das war ja noch relativ nah an Classic-Zeiten. Eben. Also Giga-WoW, das war ja so Burning Crusade-Zeit. So ungefähr. Also es war noch nicht weit weg. Natürlich war der Titel damals schon selten. Aber heutzutage ist es halt so, dass von den Spielern, die den Titel hatten, etliche auch nicht mehr aktiv sind. Eben. Und von da aus heutzutage Leute auf diesem Mount zu sehen mit dem Titel Skarabäus Lord ist halt, also das ist mit das Seltenste, was man sehen kann. Vielleicht für den Fall, dass ihr euch mal gefragt habt, woher das kommt und was die Lore dahinter ist. Jetzt haben wir zumindest den Teil mitbekommen, wie das Ding verschlossen wurde. Und naja, wie es geöffnet wurde, kennen wir. Wobei wir jetzt noch nicht die Lore besprochen haben dahinter. Die Wächterin Egwin, 823 Jahre vor dem dunklen Quartal. Jetzt war durch diese 23 war ich irgendwie so präzise, dass ich sofort das Wort Quartal benutzt habe. Schön. Das dunkle Quartal, das klingt jetzt auch so nach so einem Beamten-Lore. Ja, der große Zusammenbruch. Es hat jetzt ungefähr, was ist, vor 14 Jahren oder so habe ich WoW mal eine Beta gespielt, gedauert, bis ich gerafft habe, dass Egwin eine Frau ist. Ich wusste das nicht. Ich kannte Egwin nur als Server, den man immer geflamed hat. Aber man hätte mal alle Leute von Servern geflamed, die nicht vom eigenen Server kamen. Ja, zu Recht. Und tricky. Die Jahre vergehen und mit ihnen neue Wächter von Tirisfal. Das sind jetzt wieder andere Wächter, ne? Das sind unsere Guardian, heißen sie, glaube ich. Genau. Die unter anderem Dalaran beschützen.
Einige setzen sich friedlich zur Ruhe, andere fallen dem Kampf gegen die Agenten der brennenden Legion zum Opfer. Nichtsdestotrotz bleibt Dalaran sicher unter den wachsamen Augen der Wächter. Und noch immer denken wir uns, diese ganze Wächterkultur hätten wir uns sparen können, wenn wir die gleiche Art von Schutzzone um Dalaran errichtet hätten, wie es die Elfen um ihre eigene Stadt, um den Sonnenbrunnen gemacht haben, um einfach zu verhindern, dass die Magie von außen wahrgenommen werden kann. Denn das wird, wie wir noch merken, in Sachen brennende Legion negative Folgen haben. Immer noch etwas, worüber wir uns so ein bisschen wundern, dass sie nicht zumindest parallel angefangen haben. Der ursprüngliche Plan war ja zu sagen, hört auf, so viel zu zaubern, so unkontrolliert. Denn damit lockt ihr die brennende Legion an. Dann haben die Menschen oder die Bewohner von Dalaran, es waren ja nicht nur Menschen, gesagt, können wir nicht, wir können das den Leuten nicht verbieten. Wenn wir es denen verbieten, werden die einfach aus Dalaran abhauen und überall sonst wild durch die Gegend zaubern. Und daraufhin haben die Elfen gesagt, okay, dann lasst uns wenigstens eine Alter, was ist da draußen wieder los? Hörst du das Gequietsche? Die Kirage, die greifen an. Ich will auch. genau, also die, ne, obwohl wir uns eigentlich einig waren, dass es besser wäre, wenn die Menschen mal komplett aufhören mit dem Zaubern, haben die sich gedacht, nee, es ist besser, wenn wir jetzt eine Spezialeinheit gründen und einfach immer die brennende Legion bekämpfen, in Klammern im Geheimen, weil wir ansonsten auch noch Aufstände befürchten. Dass sie jetzt eine hunderte Jahre lange Tradition angefangen haben, statt einfach selbst zu sagen, okay, wir fördern das sogar, dass ihr nach Dalaran kommt. Wir bauen einfach um Dalaran rum so eine Schutzzone, damit die Legion nichts davon mitbekommt, denn die müssten sich ja auch eigentlich im Klaren darüber sein, und da haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gehört, wie gefährlich diese Agenten der Legion zum Teil sind, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis mal einer kommt, den sie nicht so leicht besiegen können, wenn sogar ihre Wächter ständig fallen. Ja. Gut, nichtsdestotrotz haben sie diese Wächterkultur, und einer der letzten Wächter, also der aktuellsten, nicht der letzten, ist der brillante Magier namens Scavell oder Scavell, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich habe den Namen noch nie irgendwo ausgesprochen gehört. Die können auch nicht mal einfach Martin heißen oder so, ne? Das muss dann der Kirage sein. So. Oder Hubert. Mhm. Am Ende des Jahrhunderts, als er Dienst leistet, hat er noch keinen geeigneten Kandidaten für seine Nachfolge gefunden. Das Konzil von Tyrus Fall ist besorgt darüber, was passieren kann, während man versucht, Ersatz für Scavell zu finden. Schließlich verlängert dieser seinen Dienst. Immerhin ist das Dienstjahrhundert nur eine Tradition und kein Gesetz, und so dient er weiter dem Konzil von Tyrus Fall. Ja, aufregende Geschichte auch. Ja, mega. Wir brauchen einen Nachfolger für den. Ja, jetzt haben wir wohl 100 Jahre lang keinen gefunden, der jetzt geeignet gewesen wäre. 100 Jahre lang. Gut, da muss man sagen, es bringt einem nicht viel, nach einem Jahr einen zu finden, weil dann ist ja noch Dienstzeit, aber war tot dann so. Und alle sind hochgradig besorgt, und dann ist das Schlimme, was jetzt passiert, als nach 100 Jahren noch kein Ersatz gefunden ist, ja, da muss halt länger arbeiten. Toll. Gut, wow. Die Rente ist sicher. Die Rente ist sicher. Es vergehen Jahre, bis Scavell schließlich eine Gruppe von Lehrlingen findet, die seine Nachfolge antreten können. Sie finden 100 Jahre lang keinen, und dann vergehen Jahre und sie finden eine Gruppe. Ja, ein Casting gemacht. Eine Casting-Show. Das ist auch nicht schlecht. Dalarans Next Wächter. Dalaran Next Superwächter. Sehr gut. Unter ihnen eine Menschenfrau namens Egwin, die sich schnell als die talentierteste und zielstrebigste der Kandidaten herausstellt. Sie wird schließlich vom Konzil mit dem Segen von Scavell zur neuen Wächterin erkoren und beginnt sogleich ihren Kampf gegen die Mächte des Bösen. Egwin ist eine hervorragende Wächterin, wenngleich stur und dickköpfig, was ihre Beziehung zum Konzil angeht. Ihr tiefes Misstrauen gegenüber Autoritätsfiguren lässt sie ständig mit den älteren Magiern aneinander rasseln. Und da habe ich mir als Notiz hingeschrieben, da haben die sich genau die richtige ausgesucht. Ja, passt. 100 Jahre Zeit, und dann finden sie so eine bockige Ische. So eine anstrengende Twitter-Tussi. Wenn wir uns dann noch dran erinnern, in einem der letzten Talkparts, auch mit diesem ganzen Freiwilligen, ja, mit dem Mächte hin und her geben, ist einfach eine tolle Basis. Naja. Aber wir kommen gleich noch dazu, warum das, obwohl die so ist, wie sie ist, trotzdem, warum sie trotzdem die Wächterin ist. Entgegen ihrer Empfehlungen und Ratschläge folgt Egwin ihrem eigenen Weg
während ihrer Jahre als Wächterin. Doch trotz der Spannung steht das Konzil hinter ihr. Sie ist eine Zauberin erster Klasse, in der Lage, massive Mengen an arkaner Energie wie kaum eine zweite zu kontrollieren. Ihre Effektivität als Wächterin stellt ihre Unberechenbarkeit und ihren Hang zum Ungehorsam weit in den Schatten. Und da haben wir die Begründung. Also ja, sie haben sich genau die richtige ausgesucht. Die ist zwar unbequem und geht denen auf den Sack, aber die sind keine Egos, die ihre eigenes Ego über das Ziel stellen, sondern sagen, naja, sie ist trotzdem mit so weitem Abstand die Beste für den Job. Müssen wir halt damit leben, dass sie so ein bisschen zickig ist. Die wäre jetzt so die Kandidatin für so einen Disney-Film oder so, ne, wieder? Sehr gut. So die so einen kleinen, so ein bisschen trotzige Prinzessin, die aber eigentlich so die Superkräfte hat und so weiter und so fort. Sehr gut. Ja, also das ist die Aggie, die Egwin. Am Ende ihrer Dienstzeit bemerkt Egwin etwas Düsteres im eisigen Nordend. Ich muss immer wieder nachgucken, weil im Original heißt sie ja Northrend. Ja. Und ich bin jedes Mal überlegen, heißt das jetzt Nordrend oder Nordend? Dann habe ich gegoogelt Nordend und das erste, was kommt, ist Frankfurter Nordend. Sehr gut. Also, da haben wir das auch geklärt. Das ist ziemlich düster in Frankfurt. Ja, sehr kalt auch. Muss ich mal Etienne sagen, wenn wir die nächste Folge vom Podcast ohne Namen aufnehmen. Sie reist ins kalte Land und entdeckt, dass einige Dämonen verirrte blaue Drachen jagen und sich von ihren arkanen Energien ernähren. Egwin begibt sich umgehend zum Würmruh-Tempel, dem heiligen Schrein aller Drachen. Sie ruft die majestätischen Kreaturen dazu auf, ihren Pakt zum Schutz der Welt vor dem Bösen einzuhalten. Endlich macht das mal jemand. Ja, mal die Alarmglocke läuten. Wir denken dran, weil es dann, hättest du das gemacht, wärst du noch am Leben und wärst nicht Rinderhack geworden. Also du bist ja kein Rind, also das wäre ein Tauren. Ja, also Nachtelfenhack geworden. So. Und sucht sich direkt Hilfe. Ja. Die denkt sich, okay, hier ist Stress, ich kenne jemanden, der kann sich damit aus. Gehe ich damit hin und hoch mir Hilfe. Die ganzen Kerle vor ihr, alle zerhackt, alles geht kaputt. Im besten Fall kommen sie irgendwie mit dem Leben davon und haben irgendwen irgendwo eingesperrt. Und sie, oh, hier habe ich ein Problem. Wisst ihr was? Gehe ich doch einfach mal zum Drachenschwarm. Haben wir einen Tempel? Oh. Geh mal hin, frage ich mal. Hallo, ich bin's. Die Egwin, die Eggy. Ja. Ich brauche mal Hilfe. Sie. Hier sind aber vielleicht helfen die ja nur, weil die ganze Zeit kleine Babydrachen angreifen. Oh. Verirrte kleine Babydrachen und dann mit der Drachenklatsche, patsch! so und dann so ausgesaugt. Schön. Und ich finde noch am besten, dass sie sich ja nicht nur Hilfe holt bei irgendwem, sondern bei denen, dessen Job es auch ist, da aufzupassen. Ja, gut, das also ja das auch, haben wir jetzt mittlerweile gelernt, dass der Job von irgendjemandem ist, irgendwo aufzupassen, heißt jetzt nicht, dass sie auch agieren müssen. Gut, sie sind ja Aufpasser und nicht Agierer. Sehr gut, genau. Da musst du klar differenziert werden. Genau. So. Ja, ich bin hier Nachtwache. Ich wache hier nachts. Also bin hier auch wach. Es ist Nacht. Zack, Job done. So, hier ist jetzt wohl eingebrochen worden. Ja, warum tun sie nichts? Ja, ich bin ja nicht Einbruchsverhinderer. Ich bin Nachtwache. Wiederhol nochmal. Wie Sie sehen, ich bin wach. Nacht, es ist Nacht. Ich bin wach. Ich habe auch mitbekommen, dass hier ein Einbruch ist. Der Teil des Jobs ist also ja, erfüllt. Ne? Angeführt von Alex Trasa ist genau wie Anki Raj auch so ein Name, wo ich irgendwie immer ein X oder R oder S zu viel einbaue oder zu wenig einbaue. Angeführt von Alex Trasa, der Lebensbinderin, stimmen mehrere Drachenschwärme zu, an der Seite der Wächterin zu kämpfen. Zusammen legen sie in der Nähe der gigantischen sterblichen Überreste von Galakrond einen hinter. Also die haben es doch immerhin so 3 Meter aus ihrem Tempel geschafft, weil der Galakrond, der ist ja vom Würmruh-Tempel aus zu sehen. Ja. Ja, wenn wir das machen wollen, am besten hier bei mir in der Nähe. Ich habe kein Auto. Also ÖPNV hier ist auch total scheiße. Ständig Schnee überall, ne? Ganze Zeit, Busse fahren hier fast gar nicht mehr. S-Bahn geht auch nicht. Also wenn wir was machen wollen, dann okay, gerne bin ich dabei. Also habe ich jetzt auch mitbekommen, dass hier die kleinen Drachen hier ausgesaugt werden von den Dämonen, ist nicht gut. Dann gebe ich dir recht. Wenn, dann nur bitte hier in der Nähe, ne? Gut, machen wir hier, Hinterhalt, alles klar. So. Die Dämonen tappen in Egwins Falle. Während ein Schneesturm über das Gebiet fegt, überwältigen die Wächterin und ihre geflügelten Verbündeten die Schergen der Legion. Doch weder sie noch Egwin ahnen, was als nächstes passiert. Oh. Cliffhanger. Seid doch ihr dabei in der nächsten Folge. Nein. Keine Angst, geht weiter. Für 5,99.
Nur Spaß. Der Himmel über Nordend wird schwarz. Eine monströse, dämonische Gestalt erscheint auf dem Schlachtfeld. Sargeras, Anführer der Brände. Das ist jetzt auch ein ziemlich plötzlicher Auftritt. Und man muss sagen, also dieser Cliffhanger, der wäre wirklich für eine Folge gut gewesen. Wenn du da die nächste Folge geguckt hättest, dann taucht plötzlich Sargeras auf. Hättest du gesagt, okay, das ist mal ein richtig guter Cliffhanger. Spannungskurve ist da. Ja, aber es ist wieder auch so ein bisschen that escalated quickly, ne? Es könnte jetzt irgendwie irgendein komischer Grubenlord oder sonst was kommen, aber nein, direkt zack, Sargeras, Anführer der brennenden Legion. Ey, Leute, ich habe hier ein Problem. Ich brauche mal die Hilfe von ein paar Drachen. Alles klar, wir helfen dir, ne? Die bauen die Baby dran kaputt. Bam, Sargeras. Wenngleich nur ein Avatar des Dämonenfürsten mit einem kleinen Bruchteil von dessen Macht. Oh, es ist nicht Sargeras wirklich. Es ist nur quasi Sargeras Cosplayer. Nee, also es ist ein Avatar. Das ist immer das, was die Autoren nehmen können, wenn sie irgendwas machen wollen, was unglaublich mächtig ist und einen im Unklaren darüber lassen wollen, wie mächtig eigentlich das Original davon ist. Mhm. Wobei, bei Sargeras wissen wir ja schon, dass er ziemlich mächtig ist, weil er das andere nächstmächtige, nämlich das Pantheon, umgehauen hat. Auf der anderen Seite war Sargeras natürlich der erste Krieger des Pantheon. Und dann musst du dich halt fragen, wenn du einen Türsteher hast und 7 Leute, die in der Disse arbeiten, sagst du dann auch nicht viel aus, wenn der Türsteher alle anderen 7 vermöbeln kann. Stimmt, ja. Gut. Also Sargeras, Anführer der brennenden Legion, und zwar in Form eines Avatars mit einem kleinen Bruchteil von dessen Macht. Nichtsdestotrotz strahlt er Kraft und Wut aus. Er entfesselt seine schreckliche Macht auf Egwin, die seinen Agenten nun schon so lange nachgestellt hat. Und jetzt wissen wir auch ein bisschen, also die Frage habe ich mir beim letzten oder vorletzten Mal gestellt, und da waren wir uns nicht ganz sicher. Die Dämonen kommen ja nach und nach durch irgendwelche Dimensionstürchen nach Azeroth. Mhm. Und da war ja eine der entscheidenden Fragen, wenn das jetzt über Jahrhunderte passiert, kriegt eigentlich Sargeras was davon mit, weil dessen Hauptziel ist ja auch, unter anderem nach Azeroth zu kommen, sich da die Weltenseele einzuheimsen oder zu töten. Genau genommen. Das stimmt. Ja. Kriegt er was davon mit? Und jetzt haben wir die Antwort. Er hat zumindest mal mitbekommen, dass die Leute auf Azeroth, also er kennt ja Azeroth, dort seine ganzen kleinen Dämonen umhauen. Wir wissen aber jetzt auch, noch ist er nicht da. Ich meine, nicht umsonst gab es ja dieses riesengroße Portal, was verhindert wurde von den Elfen in Suramar. Mhm. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach mal so aus dem Nichts auftauchen, und deshalb taucht er in Form dieses Avatars auf. Genau. So. Kämpft gegen Egwin und ist stocksauer. Egwin zögert keine Sekunde und schlägt mit all ihrer Macht zurück. Der folgende Kampf ist der schwierigste in ihrem Leben. Im Schatten von Galakons Überresten beschwören der Dämon und die Wächterin die Mächte des Himmels. Ihre Angriffe zerreißen den düsteren Nachthimmel und zerbrechen die eisige Kruste Nordends. Ein Sturm von Magie umgibt die Region und hindert die Drachen. Mit letzter Kraft gelingt es Egwin, ihren Gegner zu bezwingen. Ausgelaugt von der Anstrengung ist sie siegreich. Zumindest scheint das so. Ja, wenn das so scheint, dann ist das bestimmt auch so, ne? Ja, mit Sicherheit. Als sie Sargeras zerschlägt, springt ein Teil, Entschuldigung, ich habe mich verschluckt, springt ein Teil seines Geistes in ihren geschwächten Körper. Dort würde ein kleiner Splitter von Sargeras unsterblicher Boshaftigkeit für immer sitzen in den Tiefen ihrer Seele. Das ist jetzt auch wieder so, ich finde das immer so gemein, wenn neue Regeln gemacht werden für die Bösewichte, ne? Da hat man sich gerade so dran gewöhnt, was die machen und was sie können und was sie dürfen. Und bei Sargeras wissen wir halt, okay, der ist ultra mega mächtig, aber im Moment ist halt das Gesetz, er kann nicht dahin. Ja. Er kann nicht dahin, und im besten Fall hat er jetzt so ein Avatar, was ja auch schon ein Brechen dieses Gesetzes ist, weil wenn du sagst, also eigentlich ist ja der Spannungsbogen, ob der jemals wieder dort auftaucht, bis auf den Zeitpunkt, wo er einfach mal einen Avatar schickt, der groß genug ist, dass man alle Kräfte auf der Welt braucht, um den alleine zu besiegen. Ja. Aber gut. Und jetzt springt ein Splitter von ihm in Wächterin Egwin. Die hat sich jetzt also quasi infiziert, in den rostigen Nagel getreten, so im Prinzip. Sich dieser dunklen Präsenz nicht bewusst, sammelt die Wächterin die Überreste von Sargeras gigantischer, zerschmetterter Gestalt ein, um sie zu versiegeln, wo sie niemandem einen Schaden zufügen könnten. So ein bisschen habe ich jetzt erwartet, dass smaragdgrüner Traum kommt. Ich habe mich gefragt, was wäre das Blödeste, wo man die Überreste von Sargeras hinbringen kann? Da dachte ich mir, smaragdgrüner Traum. Ja. Es ist nicht der smaragdgrüne Traum, Leute. Oder über einen alten Gott, das wäre bestimmt auch gut gewesen. Genau. Einfach mal so zu einem alten Gott rein. Sie denkt über die Vor- und Nachteile vieler Orte nach, entschließt sich dann aber,
für die alte Nachtelfenstadt Suramar, von der ein Teil nach der großen Teilung am Rande des Ozeans liegt. Während des Kriegs der Urahnen hatte die Legion versucht, ein Tor in Suramar selbst zu eröffnen. Dieser Plan wurde von Großmagistrix Elisande und einigen ihrer Hochgeborenen vereitelt. Diese hatten eine Reihe magischer Siegel geschaffen, um die Dämonenportale zu schließen und nahe Teufelsenergien zu reinigen. Als die große Teilung schließlich die Welt spaltet, versinkt der Teil Suramars, in dem die gescheiterten Legionsportale sich befinden, im Meer. Das ist ein guter Plan, ne? Das ist, klingt erstmal vernünftig, ja. Das ist einer der besten Pläne, die ich je gehört habe. Sehr gut. Also im WoW-Universum. Ja. Denn normalerweise haben die ja alle Scheißpläne. Wie zum Beispiel das Konzil von Tirisfal und deren Art, mit Dämonen umzugehen. Aber das, sie sagt, also es geht ja zunächst mal schon keine unmittelbare Gefahr aus, aber sie ist sich dessen bewusst, zu Recht. Denn nicht wissend ist ja auch schon sie von einem Teil verseucht. Zu Recht glaubt sie, dass der Avatar oder die Überreste in Zukunft eine Gefahr sein könnten. Dann überlegt sie sich, okay, was ist das Beste, was wir haben können? Und das Beste, was wir haben, ist etwas, von dem wir schon wissen, dass es die Energien von den Dämonen gebunden hat und die Gegend von übrigen oder übrig gebliebenen Energien gereinigt hat. Also es gibt wirklich keinen besseren Ort, aus meiner Sicht und auch aus ihrer Sicht. Mhm. Und da sie keine Rakete hat, um das Ganze in den Weltraum zu schießen, ist das der mit Abstand eigentlich beste Plan. Ja. Es sind diese versunkenen Ruinen, die Egwins Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sicher, dass die hochgeborenen Siegel sämtliche noch übrigen Energien von Sargeras Avatar im Zaum halten würden, beerdigt sie seine Überreste im untergegangenen Teil von Suramar. Sie hofft, dass seine Überreste dort bis zum Ende aller Tage ungestört ruhen. Und wir wissen ja, dass das extrem gut funktioniert hat. Ja, wie denn, immer, wenn man irgendwas wegschließt. Dieses sogenannte Grabmal von Sargeras mit dem Avatar von Sargeras, dem gefallenen Avatar, ist ja jetzt nichts, das von irgendjemandem jemals wieder geöffnet oder betreten worden wäre. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, also das ist genau, wie ihr anhand unserer Formulierung hört, der Teil, den wir in Legion gespielt haben, die Eröffnung des Grabmals von Sargeras. Und man kann auch schön sehen, den Übergang. Es gibt so einen kleinen Zipfel, an dem auch eine von den Schatzkisten immer stand, wenn du da auf der Insel durch die Gegend geflogen bist oder die gesammelt hast. Die steht auf so einer kleinen Brücke am Grabmal von Sargeras, die zeigt halt in Richtung Rest von Suramar, also die ist dann so abgebrochen. Ja. Und im Prinzip geht das ineinander über. Das ist, was ich auch am Anfang überhaupt nicht gerafft habe. Das ist einfach ein Teil von Suramar, der versunken war und in dem halt Sargeras war und der wieder aus dem Meer erhoben wurde und der Avatar von Sargeras ist der vorletzte Boss dort. Schwieriger Kampf übrigens, einer der schwierigsten, obwohl na, Kil'jaeden ist auch nicht gerade leicht, aber der ist ja auch noch eine andere Hausnummer. Böse. So, also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben Siditus und Insekten. Eine schlafende Insektenkolonie über einem alten Gott. Dann kommen unsere Nachtelfen, vor allen Dingen Druiden, auf die Idee, wäre doch schön, wenn hier ein bisschen grün ist. Als sie durch Siditus wandern und sich denken, ach, hier vielleicht ein kleiner Garten oder dort, stolpern sie über die Ruinen von Aku. Unter denen wohnt Cthulhu. Der wacht auf, als er feststellt, was heißt wacht auf, wird aufmerksam, als er feststellt, oh, da oben ist ein bisschen was los. Und auch wenn es so beschrieben wird, eigentlich macht er erstmal gar nicht wirklich viel. Nee. Die Kiraji sind sowieso auf dem Kriegsfuß mit allem, was da in der Gegend ist. Obwohl auf der anderen Seite machen sie halt nichts wirklich Schlimmes. Sie breiten sich halt einfach aus, so wie alle anderen Völker das auch gemacht haben, die Möglichkeit dazu hatten. Dadurch kommt es zum Krieg mit den Nachtelfen, die anstatt diejenigen, die dort gewohnt haben und die dort herkommen, auf ihrem Gebiet einfach leben zu lassen, sich denken, nein, wir müssen die alle töten. Schaffen das auch fast. Und dann wird Fandral Hirschhelms Sohn gegürost. Sehr gut, ja. Daraufhin sind die Nachtelfen in heller Panik, holen sich Hilfe von den Drachen, drängen wiederum die Kiraji zurück und versiegeln sie in Aku und bauen, um das zu öffnen, Szepter und Gong,
Damit sollte denn die Notwendigkeit einmal da sein, reinzugehen, dass möglich wäre. Das ist Aku und die Geschichte. Dann haben wir Egwin. Egwin ist eine von den Dalaran-Wächterinnen, die zusammen mit dem Konzil von Tiris Fall arbeitet und bei der ausdrücklich erwähnt wird, dass sie nicht nur ein Mädel ist, sondern auch, dass sie so ein bisschen zickig ist. Aber das wird deshalb erwähnt, damit wir wissen, die ist zwar zickig und jeder andere hätte den Job nicht bekommen mit der Einstellung, aber sie ist so gut, dass sie den Job trotzdem gekriegt hat. Deren Amtszeit ist größtenteils ereignislos, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie plötzlich mir nichts unvermittelt Sargeras gegenübersteht. Also nicht ganz, ein bisschen was dazwischen noch, aber grundsätzlich taucht der Avatar von Sargeras wieder mal auf Azeroth auf. Sie handelt sehr schlau und holt sich auch direkt am Würmbrut-Tempel Hilfe von den Drachenschwärmen, anstatt es wieder alleine zu versuchen und dabei zerschnetzelt zu werden. Wie in dieser Folge ja bereits passiert. Die Drachen helfen. Sargeras taucht auf. Ah ne, Moment, das haben wir ja schon. Also, Drachen helfen. Sargeras ist da. Sargeras wird besiegt. Also der Avatar von Sargeras wird besiegt. Sie ist sich aber trotzdem dessen bewusst. Das ist vielleicht nicht ganz ungefährlich, wenn hier die Überreste des Bösen quasi, ne? Des inkarnierten Bösen. Ja. Wenn wir die einfach hier rumliegen lassen. Und in der Tat hat sie damit insofern recht, dass wir dieses Thema schon in der Vergangenheit häufiger mal hatten, dass irgendwo die Reste eines irgendwie alten Gottes oder eines irgendwas, irgendwie eines irgendwas Bösen irgendwo schlummern. Dann gräbt irgendwer das aus. Und plötzlich herrscht Chaos. Also gute Idee von ihr zu sagen, die müssen weggeräumt werden. Dann überlegt sie sich, wo könnte man es denn am besten machen? Und kommt zu dem Schluss, wir haben einen Fall, wo wir Menschen, nicht Menschen, also wir haben Planetenbewohner, wo wir Nachtelfen und Menschen, das bereits einmal erfolgreich getan haben. Und das ist in der Geschichte von Suramar gewesen, wo die brennende Legion zurückgeschlagen wurde und das Portal mit Magie verschlossen und diese Magie und diese magischen Siegel sind immer noch aktiv. Wenn es irgendwo sicher ist, die Überreste von Sargeras zu begraben, dann dort. Und das machen sie. Begraben das Ganze im Grabmal von Sargeras, wo wir jetzt auch schon geklärt haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Geschichte lesen und behandeln, wissen wir auch, was daraus geworden ist. Das ist auch nicht für Ewigkeiten zugeblieben. Ja. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich habe noch eine ganz kleine Ingame-Ergänzung, nämlich, denn vielleicht fragt sich der ein oder andere, was eigentlich mit den anderen helfenden Drachen vor Ankirage geworden ist. Da wurden ja von allen Schwärmen welche geschickt. Und zwar haben sie, bevor sie die Barriere hochgezogen haben und ihr Zepter und ihren Gong erschaffen haben, einfach gedacht, die sind gestorben dabei. Und wer sich jetzt erinnert oder vielleicht jetzt auch nochmal reingeht, um sich anzuschauen, weiß vielleicht, dass sich, wenn man Khrissun besiegt hat, in diesem Hinterraum drei NPCs stehen, die einem freundlich gesinnt sind. Und das sind eben jene Drachen, die da gefangen gehalten wurden. Aha. Auch schön. Da kann man die restlichen Drachenverbündeten quasi ja, besuchen, mehr oder weniger. Ja, das ist so lange her, dass ich da drin war. Und ich glaube, ich habe es auch nie zu dem Zeitpunkt, also das aktuelle Content war komplett geklärt mit meiner Gilde. Haben bestimmt viele nicht. Also weil dann wären diejenigen auch ja dann als nächster Schritt vermutlich nach Naxxramas gegangen. Es gab bestimmt auch welche, die nach Nax gegangen sind und nicht gezogen gekillt hatten. Ja. Und da gab es halt nicht viele. Was haben wir gehört? 1% der Spieler oder so waren in Classic in Nax. Krass. Ob das stimmt, weiß ich, ob es genau 1% war, aber halt ultra weniger. Ja, gut. Heftig. Jo. Das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.